Weil Silly Gurke hier auf dem gratis erreichbaren Minecraft-Server Lasergurkenland mit der Domain sillyhuhn.com, alternativ die IP-Adresse 149.202.127.SR4. Zur Feier des Tages connecten wir mal über die IP-Adresse und wir sind hier immer noch am Traveln. Laufen wir in die richtige Richtung? Nein, natürlich nicht. Und jetzt geht's weiter mit dem DEFCON 26 Talk von Svea, Sagi und Till. Ja, warte, ich bin ein bisschen überfordert gerade mit der Situation. Genau, Inside the Science Factory, ein Talk von, was war es, 2018 oder so, denke ich mal. Ja, 2018, DEFCON Conference. Ich glaube schon in die richtige Richtung, oder? Ich bin richtig lost gerade. Ja, okay, also das passt hier. Ich check lieber siebenmal, ob ich in die richtige Richtung laufe, weil ich das jetzt sobald nicht mehr, ja, nicht alle Chunks reloaden, sobald nicht mehr checken werde. Genau, und wir sind bei einer Stunde und 5 Minuten und 51 Sekunden, also nahezu bei 6 Minuten, eine Stunde, 6 Minuten. Wenn ihr den Rest verpasst habt, den gibt es in der letzten Episode, in der Episode 42 von dieser Dauerwerbesendung für diesen gratis erreichbaren Anarchie-Server Lasergurkenland mit der IP 149.202.127.134. Alternativ mit der Domain sillyhuhn.com, sillyhuhn.com 149.202.127.134, je nachdem, was sich länger hält. Es könnte sein, dass die Domain länger bleibt als die IP und andersrum. Deswegen bewerbe ich immer beides, weil der Server wird wahrscheinlich unter einer dieser Adressen, oh mein Gott, noch eine Zeit online bleiben und deswegen, wer weiß, was bis dahin alles noch passiert. Okay, ja, also Stunde, eine Stunde, 6 Minuten, DEFCON 26, Svea, Sagi, Till, Inside the Science Factory, Inside the Fake Science Factory, Jesus Christ, let's go. Great. Genau. Exklusiv im ersten. Ist das jetzt eine deutsche Doku? I don't know. Das ist jetzt wahrscheinlich für euch noch deutlich blöder. Das ist tatsächlich eine deutsche Doku. Tür klingelt, denke ich manchmal, vielleicht war sie einfach nur verreist. Ich weiß nicht, ob das in meine Lebenszeit fällt, aber es wäre mein ganz großer Traum, dass irgendwann in großen, großen Schlagzeilen steht: Wir haben den Krebs besiegt. Sie hat mir auch erzählt von Studien, die sie gelesen hat. Und ich weiß noch, wie viel Hoffnung ich hatte, als sie damit ankam, dass sie da was Neues gefunden hat. Und das war schon wie, es war so ein Strohhalm einfach. Was passiert, wenn sich vermeintlich wissenschaftliche Studien über das Netz verbreiten? Das ist ein Film über das Geschäft mit zweifelhafter Wissenschaft und dem Betrug an uns. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, so eine deutsche Doku in einem DEFCON Talk, aber naja, that's what you get. Ich denke, schauen wir jetzt trotzdem mal an. Der Fall der Moderatorin Miriam Pilau. Er zeigt mir, wie wir mit angeblichen Beweisen manipuliert werden können. Ihre Angst wurde ausgenutzt. Es ist sehr emotional. Krebs macht Angst. Krebs macht furchtbar Angst. Der Moderatorin gaben zweifelhafte Studien eine große Hoffnung. Diese Art der Studien breitet sich aus, rasend schnell. Ich frage mich, wem können wir noch vertrauen? Miriam Pilhau recherchiert unablässig zu ihrer Krankheit. Vor ihrem Tod schreibt sie ihrer Freundin von einem neuen, angeblich wissenschaftlich erprobten Mittel. Der Name GC-MAF. In einer E-Mail heißt es: Ich bete und bitte. Aber ich habe auch Hoffnung. Googelt mal GC-MAF, wenn ihr Zeit dazu habt.
Es wird mir die finale Heilung bringen. Ihre beste Freundin erinnert sich. Sie hat gesagt, ich habe da jetzt ein Mittel entdeckt. Da werden im Körper die guten Zellen aktiviert und die Krebszellen werden dann von den körpereigenen Zellen quasi vernichtet. Wochen später schreibt sie dann, ein Schock. Keine Medikamente mehr, Mist. Chemos gibt's noch, ja, ins Blaue. Vielleicht wirkt sie, vielleicht auch nicht. Aber ich nehme keine fünfte mehr, das habe ich beschlossen. Stattdessen GC-Maf hochdosiert. Die Hersteller bewerben GC-Maf aggressiv. Als wissenschaftlich getestetes Heilmittel. Es ist in Deutschland nicht als Medikament zugelassen, gilt als Nahrungsergänzungsmittel. 4 Monate vor ihrem Tod, Kurzurlaub mit der besten Freundin. Miriam Pielhau nimmt das Mittel regelmäßig. Sie vertraut darauf, ist niemand, der einfach auf Scharlatane hereinfällt. Miri war in Sachen Krebs eine Expertin, die wusste sehr viel, hat sich mit sämtlichen Studien beschäftigt und das war eine ganz, ganz große Hoffnung, die da geschürt wurde. GC-Maf kostet viel Geld, ein Geschäft mit der Hoffnung. Miriam Pielhau stirbt im Juli 2016 an Krebs. Die Wissenschaft und ihre Studien. Darauf baut unsere Gesellschaft. Promising medical breakthrough in the US. Eine große Studie. Es geht aus einer Studie hervor. Details einer Studie. Wurde die Studie vorgestellt. Wir sind zu Recht stolz auf die Erkenntnisse der Forscher. Ein strenger Prozess bestimmt darüber, ob etwas als bewiesen gilt. Er ist international anerkannt und immer gleich. Wenn ein Wissenschaftler eine Studie geschrieben hat, schickt er sie an ein wissenschaftliches Journal. Erfahrene Wissenschaftler aus seinem Fach prüfen die Studie. So wird Unseriöses und Falsches aussortiert, Fehler korrigiert. Kontrolle durch Kollegen, Peer Review heißt der Prozess. Wir legen einer erfahrenen Krebsärztin die Studien zu GC-Maf zur Prüfung vor. Sie stellt fest, offenbar gibt es eine Welt, in der die strengen Regeln des Peer Reviews nicht gelten. Als Reviewer würde man schon beim Lesen erhebliche Zweifel an den Daten haben und würde einfach sagen, das Ganze muss nochmal geschrieben werden und dann kann es nochmal eingereicht werden. Dann würde man es überprüfen, ob das korrigiert ist. Die Expertin findet viele Fehler. Die Studien betrachten nur Einzelfälle. Benutzen ungeeignete Untersuchungsmethoden, sind voll von positiven Bewertungen. Sie sind so mangelhaft, dass sie eigentlich nie in einem wissenschaftlichen Journal hätten erscheinen dürfen. Mit den Studien brüstet sich der Hersteller von GC-Maf auf Krebskongressen, wird manipulativ. 300 Wissenschaftler aus 8 Nationen haben 180 Studien zu GC-Maf geschrieben. Und wir haben 32 davon verfasst. Ich habe GC-Maf 2-mal in der Woche genommen und nach 3 Wochen fühlte ich mich weniger müde. Das ist kein Quatsch. Das hat alles einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich glaube, für einen Laien ist das überhaupt nicht durchsichtig und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum diese wissenschaftlichen Publikationen kommen. Nicht, dass man damit meint, die Fachwelt zu überzeugen, weil das sehen wir sofort, was da die Qualität ist, sondern dass man von den Internetseiten, wo das Laien verständlich erklärt ist, wo man auch ein Verkaufsangebot macht, dann auf diese wissenschaftlichen Artikel verweist. Wie kann es sein, dass solche Studien den wissenschaftlichen Prozess einfach so umgehen können? Mein Kollege und ich wollen das herausfinden. Machen uns zu Wissenschaftlern. Wir treiben es auf die Spitze. Ein Computerprogramm erzeugt für uns eine Studie aus vollem Umsicht. Ist der ganze Talk nochmal auf Deutsch? Ja, es ist schon irgendwie das, was die im Talk gesagt haben, nur nochmal mit... Ja, keine Ahnung, man kann es ja mal, vielleicht, wir schauen uns einfach wir mal fertig an. Wir haben nur den Absender eingegeben, die Universität Himmelpforten, die es gar nicht gibt. Hier soll auch das Postamt vom Weihnachtsmann sein.
Wir reichen das Papier dort ein, wo auch die Studien zu GC-MAF erschienen sind. 85 Euro soll das kosten. Der Verlag gibt vor, ein Wissenschaftsverlag zu sein. Er nennt sich Science Publications, kurz SciPub, und listet 33 unterschiedliche Journale auf, mit mehr als 10.000 Studien. So wie SciPub gibt es viele unseriöse Pseudo-Verlage. Sie heißen Omics, Science Domain, EOSAT Journals oder Buzzet. Auf Nachfrage streiten sie ab, unseriös zu arbeiten oder reagieren gar nicht. Es ist eine Industrie, die sich ausbreitet, mit der viel Geld verdient wird. Wird unser Nonsenspapier durchgehen? Gerd Antlitz prüft seit mehr als 25 Jahren systematisch medizinische Studien. Ist wissenschaftlicher Vorstand der renommierten Cochrane Deutschland Stiftung. Dass jemand sagt, kann so durchgehen, kommt eigentlich nicht vor. Und wenn es vorkommt, ist es eigentlich ein sehr großes Alarmzeichen. Weil das heißt, da ist jemand entweder schlampig gewesen, oberflächlich, oder zu großzügig. Unglaublich. SciPub hat unsere Quatschstudie angenommen. Und wir wollen noch weitergehen. Denn die Fake-Science-Branche veranstaltet auch sogenannte Fachkonferenzen. Auch hier reichen wir den Unsinn ein. Für eine internationale Konferenz in London. Bei der Weltakademie der Wissenschaft und Technologie, kurz WASET, gibt es alle drei Tage eine Konferenz. Angeblich findet auch hier ein Peer-Review, die Prüfung durch Kollegen, statt. Doch unser Quatschpapier ging durch. Wir sollen den Vortrag halten. Letzte Probe vor dem Auftritt, richtig sicher sind wir noch nicht. Together with my colleague Isabella Stein, also from the University of Applied Sciences of Lower Saxony at Himmelpforten, and... Am nächsten Morgen steht uns der Auftritt als falsche Wissenschaftler bevor. Es stellt sich heraus, die großartig klingende Weltakademie der Wissenschaft veranstaltet ihre Konferenz in einem kleinen Konferenzraum und hat nur einen einzigen Mitarbeiter. Was für eine Täuschung. Dieser Mitarbeiter, Bora Adil, ist gleichzeitig der Sohn des Geschäftsführers. Unsere Nonsensstudie ist auch schon da. Gedruckt im Konferenzjournal ohne Änderungen. Also ganz offensichtlich ohne Peer Review, sonst wäre unser Blödsinn sofort aufgefallen. Jeder darf hier reden. Auf Mathematik folgt Ingenieurswissenschaft und koreanische Geschichte. Danach Filmkritik, alles durcheinander. Viele Wissenschaftler stehen unter Druck, müssen veröffentlichen, um Fördergelder zu bekommen. Ein seriöser Konferenzname macht einen guten Eindruck. Ich mache ein Projekt und muss zum Schluss publizieren. Eigentlich muss ich nur was haben, was wie eine gute Publikation aussieht, was einen guten Namen hat. Und wenn wir unseren Quatsch gleich vortragen? Wie werden wohl die Wissenschaftler darauf reagieren? Nominiert zum besten Vortrag. Dann geht es los. Sie treten auf als Isabella Schreibermann von der Universität Himmelpforten. So useless eigentlich, dass ich jetzt nochmal... Es gibt dauert jetzt noch... Rechenprogramm mit dem wohlklingenden Namen Mob. Dazu haben wir uns ausgedacht, angeblich auch auf einem Gameboy funktioniert. Die hätten den Vortrag echt... Die hätten auf den verweisen sollen, nicht zeigen, meiner Meinung nach. Ich meine... Die ganzen Leute, die auf dieser Konferenz sind, also auf der DEFCON, die kennen ja alle teilweise kein Deutsch, ich meine großteils. Und die lesen dann diese Untertitel von etwas, was sie gerade schon vorgetragen bekommen haben. Naja. Peer Review zur Veröffentlichung, den einfachen Weg gehen. Deshalb seien sie hier, erzählen uns einige Wissenschaftler. Andere sind reingefallen auf einen der wohlklingenden Konferenznamen. Sie wollen reden, anonym. Ehrlich gesagt bin ich total schockiert. Ich war sehr früh heute Morgen da,
Ich habe aber außer mir niemanden gesehen, nur einen Typ, der dort noch aufbaute und herumräumte. Das war alles sehr ungewöhnlich. Um was geht es den Machern der Konferenz? Da geht es nur um Geld. Das ist der einzige Zweck dieser Veranstaltung. Die Macher machen sich lustig über die Wissenschaft. Das ist respektlos. Und wenn Wissenschaftler hier häufiger wissentlich veröffentlichen, dann stellt das für mich die Glaubwürdigkeit ihrer Veröffentlichungen komplett in Frage. Rund 23.000 Euro hat diese Konferenz Bassett gebracht. Ein gutes Geschäft für Bora Adil. Wir werden ihn später wieder treffen. Bassett, die Weltakademie der Wissenschaft und Technologie. Einfach nur Betrug. Oder sogar noch mehr. Eine Reinwaschmaschine, eine Plattform für schlechte Wissenschaft, für Lobbyisten und Geschäftemacher, deren Theorien dann in die Gesellschaft gelangen. Als seriös präsentierte Wahrheit finden sie auch Einzug in den politischen Alltag. Eine nur in der Fantasie grüner Ideologen existierende Scheinkrise. Ich spreche vom Klimawandel. Weil der Klimawandel eben nicht menschengemacht ist. Die AfD hat recht, Folgendes zu fordern. Zurück zur wissenschaftlich begründeten Vernunft in der deutschen und internationalen Klimapolitik. Er ist Teil dieser wissenschaftlich begründeten Vernunft. Der Nachname Limburg. Limburg. Michael Limburg, AfD-Mitglied und heute Gast als Experte im Brandenburger Landtag. Michael Limburg ist Vizepräsident von EIKE, ein Institut für Energie und Klima, das die AfD wissenschaftlich berät. Für EIKE publizieren Michael Limburg und zahlreiche weitere Wissenschaftler ihre Studien, die angeblich auch einen Peer-Review durchlaufen haben. Sie präsentieren sich seriös. Aber auch Artikel. Für das AfD-nahe Institut ist das von großer Bedeutung. Sie gewinnen damit Glaubwürdigkeit. Wir sind ja heute im Zeitalter der Aufklärung, hoffentlich immer noch. Und die Wissenschaft gibt uns, wenn man sie richtig betreibt, die Möglichkeit, den Dingen auf den Grund zu gehen und Glauben von Wissen zu trennen. Landtagssitzung in Brandenburg. Michael Limburg warnt vor den Gesundheitsgefahren durch Windkraft. Die Nutzung der Windenergie unermesslichen Schaden für die betroffenen Bürger gebracht hat. Schaden, der sich in großflächiger Landschaftszerstörung äußert. Schaden an der Gesundheit der betroffenen Bürger, die durch den ständigen Infraschall, erzeugt durch diese Industriemonster, auf Dauer beeinträchtigt wird. Michael Limburg beruft sich auf Studien, die den Klimawandel als Naturphänomen ausgemacht haben wollen. Keinerlei Hinweise, keinerlei Beweis dafür gibt, dass das menschgemachte CO2 auf irgendeine mysteriöse Weise die Temperatur dieses Planeten, der Atmosphäre dieses Planeten erwärmt. Doch wir finden heraus, dass einige der EIKE-Klimastudien genau bei den Fake-Verlagen erschienen sind, die jeden Quatsch veröffentlichen. Ich reiche eine neue Fantasiestudie ein. Bei genau der gleichen Fachzeitschrift, bei der auch ein EIKE-Wissenschaftler veröffentlicht hat. Unser Unsinn geht durch, genau wie die EIKE-Studie. Unsere ist ja völliger Quatsch. Und die Studien von EIKE? Zumindest Zweifel wären angebracht, finden wir. Und Michael Limburg? Niemand hat Einsteins Relativitätstheorie jemals einem Peer Review unterzogen. Was soll ich dazu sagen? Versucht, das abzuwerten, ohne sich mit den Inhalten beschäftigen zu müssen. Studien mit vorgetäuschtem Peer Review. Gerade bei kritischen Themen. Sie können uns manipulieren. Der Schaden ist natürlich auch dramatisch, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die Klimaverschiebung oder wie man das nennen will, wirklich eine weltbedrohende Entwicklung ist. Wenn Sie jetzt sich überlegen, also mal ausmalen, fantasievoll, was das bedeutet, wenn Sie dort jetzt mit gefakten Wissenschafts- und Forschungsergebnissen rauskommen, dann ist es ja einleuchtend, dass der Schaden maximal ist. Die AfD macht offenbar auch mit ungeprüften Studien Politik. Auf Nachfrage dazu keine Antwort. Bei Wazet und Co. finden wir auch Unternehmen, wie den Tabakkonzern Philip Morris. Es wird zu angeblich unschädlichen Zigaretten veröffentlicht,
Auf Nachfrage will man sich nicht äußern. Eine Reaktorfirma schreibt über Sicherheit bei Störfällen. Der Pharma-Riese Bayer zu Aspirin plus C. Auch BMW und Airbus veröffentlichen hier. Die Studien gut, mittelmäßig oder falsch? Keiner weiß es, denn niemand hat es geprüft. Auf Nachfrage geben sich die Unternehmen erschrocken. Falsche Verlage, das Problem sei unbekannt. Ungeprüfte Studien, sie sind auch in Dokumenten der Europäischen Kommission, in Patentanträgen für Medizinprodukte und in der Datenbank des gemeinsamen Bundesausschusses, der entscheidet, ob ein Medikament von der Krankenkasse bezahlt wird. Auf Anfrage versichert uns der GBA, die Studien wären bei der Bewertung der Medikamente ausgeschlossen worden. New York. Hier findet wieder eine Buzzet-Konferenz statt. Mein Kollege und ich wollen einen Wissenschaftler aus Hannover treffen, dessen Institut seit Jahren zu solchen Konferenzen fährt. Was treibt Wissenschaftler an, dass sie hier präsentieren, so zur Verbreitung der Fake-Verlage beitragen? Wir treffen auf eine Professorin aus Brasilien, die das Geschäftsmodell durchschaut. This is a non-scientific... Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist eine kommerzielle Institution, die mit Wissenschaft ihr Geld macht. Dann ist er da. Der Wissenschaftler aus Hannover. Er kommt mit seiner Freundin. 2 Stunden, nachdem die Konferenz offiziell angefangen hat. Er ist Abteilungsleiter seit 5 Jahren am Institut. Mit dem Geld seines Instituts unterstützt er das Geschäft der Fake-Verlage. Ich finde es grobgreich unverantwortlich von seriösen Wissenschaftlern, dort zu publizieren, wo erkennbar und vorsichtig unseriösen Autoren der Raum gegeben wird, um die damit aufzuwerten. Warum ist der Wissenschaftler aus Hannover trotzdem hier? Warum gibt er öffentliche Gelder aus, um auf eine Fake-Konferenz nach New York zu fliegen? Vor der Kamera will er nicht antworten. Im Gespräch sagt er lediglich, New York sei eine wunderschöne Stadt. Und er sei nun der Letzte seines Instituts, der auf eine WASET-Konferenz fliegen dürfe. In Zukunft sei das untersagt. Das Institut für Fabrikanlagen und Logistik an der Universität Hannover. Ein Verantwortlicher hat einem Interview zugestimmt. Peter Niehus, Leiter des Bereichs. Er berät die Bundesregierung im Deutschen Wissenschaftsrat und arbeitet an millionenschweren Forschungsprojekten. 29 Mal stand auch sein Name mit Advanced-Publikationen. Ich erzähle ihm von New York. Eine Antwort, die Alphiniak aber, weil New York eine wunderschöne Stadt ist. Ja, das sind ja öffentliche Gelder. Wie erkennen Sie oder wie rechtfertigen Sie das? Ich meine, das sind ja Steuergelder, um die es da geht. Also die Organisation hat gelernt. Also ich denke mal, das ist, wie gesagt, der Prozess ist bei uns beschrieben, den kann man gerne sich auch anschauen. Also nicht so, dass wir auf diese Dinge nicht reagieren. Die Frage ist, wie lange dauert es, bis man reagiert, bis man das wirklich mitbekommt. Und ja, natürlich sind das Steuergelder oder sind das Gelder vom Förderer, das sind aber letztendlich auch Steuergelder, die dort mit eingesetzt werden. Die Schlussfolgerung ist die, die wir geschlossen haben. Man kann nicht mehr hingehen. Aber ist das dann nicht ein Stück weit Täuschung, wenn ich ein Papier als Review zum Beispiel auf meine Publikationsliste schreibe, ist aber kein Review stattgefunden durch Kollegen? Ja. Also 2 Personen, das wird uns was vorgegaukelt. Und in dem Moment, wo es angegeben wird, wo wir es auch kommuniziert als Review Paper, gaukelt mir eigentlich anderen auch was vor. Wobei ich sagen muss, eigentlich nicht wissentlich, dass wir dort eben einem solchen System aufgesetzt sind. Und der Wissenschaftler aus Hannover, den wir in New York getroffen haben, zu ihm direkt äußert sich das Institut nicht. Welche Wissenschaftler haben noch bei Fake-Verlagen veröffentlicht? Wir schließen uns mit weiteren ARD-Journalisten, dem Süddeutsche Zeitung, Magazin und internationalen Partnern zusammen. Werten 170.000 Publikationen von unterschiedlichen Fake-Verlagen aus. Es ist ein gigantischer Kosmos. Es sind rund 400.000 Wissenschaftler dabei, sogar aus Harvard und Stanford.
Und mehr als 100 deutsche Universitäten und Forschungseinrichtungen. Darunter hier, okay, scheiß auf die Lava. Die Charité Berlin, die TU München, die Fraunhofer Gesellschaft, die RWTH Aachen und die Universität Hannover. Insgesamt publizieren mehr als 5000 deutsche Wissenschaftler, allein bei drei der großen Fake-Verlage. Komm ich da drum rum? Alle, die wir per E-Mail darauf ansprechen, schreiben, sie hätten nichts von der Unseriosität dieser Verlage gewusst. Es seien Einzelfälle und man wolle das Problem angehen. Also dass wir natürlich bei uns auch genug schwarze Schafe herumlaufen haben, das ist völlig klar. Aber das Ausmaß, was ich jetzt an Ihren Zahlen gesehen habe, das ist schon sehr erstaunlich. Vor allem, weil es auch so in alle Bereiche reingeht. Lindau am Bodensee. Jährliches Nobelpreisträgertreffen. Viele Wissenschaftler berichten uns, der Druck, ständig zu veröffentlichen, sei enorm. Eine dramatische Entwicklung der letzten Jahre. Und das würden die Fake-Verlage ausnutzen, einen einfachen Weg anbieten. Stefan Hell, Nobelpreisträger Chemie von 2014. Er berichtet, täglich würde er mit Werbemails von Fake-Verlagen überschüttet. Einladungen, diesen einfachen Weg zu nutzen. Wenn das System hat und Leute nicht nur einfach reinfallen auf irgendwas, sondern das sogar nutzen, und dann muss man das abstellen. Und da kann man sich jetzt natürlich überlegen, wie stellt man das ab. Er sieht die Wissenschaft in der Pflicht zu handeln. Doch den meisten ist das Ausmaß des Problems unbekannt. Robert Huber, Chemie-Nobelpreisträger von 1988. So, das ist diese Fake-Publikation. Wir zeigen ihm unsere falsche Studie, berichten von den Recherchen. Auch er wurde schon eingeladen auf eine Konferenz eines Fake-Verlags. Er dachte sich nichts dabei. Das seriös aussehende Foto von seinem Vortrag nutzt der Anbieter jetzt als Werbung. Wir ihn davon berichten, wusste er nichts davon. Die Veranstaltung an sich sei unauffällig gewesen. Kriminell findet er aber das Geschäftsmodell dieser Verlage. Das ist Betrug, der muss verfolgt werden, das ist klar. Es darf jeder einen Verlag gründen, eine Zeitschrift herausgeben, aber er muss sich Autoren suchen, das ist alles hier ganz fair. Aber dann auch sich an das, was er verspricht, halten. Wenn er das nicht tut, betrügt er. Wasselt macht einfach weiter. Eine Konferenz in Berlin. Bora Adil kassiert wieder 450 Euro. Im Jahr macht Wasselt damit geschätzt 3 Millionen Euro. Meinst du nicht vorher noch 4? Wir haben versucht, mehr über das türkische Familienunternehmen herauszufinden. Doch es gibt noch nicht einmal einen offiziellen Geschäftssitz. Wir haben bereits schriftlich angefragt, aber keine Antwort bekommen. Jetzt wollen wir direkt nachfragen. Ist das Science? Ist das Wissenschaft? Bora Adil windet sich. Sagt, er sei ja nur ein kleiner Mitarbeiter. Am Ende keine Antwort. Nur selten gibt es Konsequenzen für die Veranstalter von Fake-Konferenzen oder die Macher gefälschter Studien. Die britischen Hersteller des vermeintlichen Krebsmittels Gizimaf sind eine Ausnahme. Im November soll ihnen in London der Prozess gemacht werden. Zu gern hat sich der Geschäftsführer immer als Saubermann präsentiert. In den Akten heißt es, er hätte Gizimaf unrechtmäßig als Krebsmedikament verkauft, auf Grundlage von falschen Studien. Auch auf unsere Anfrage hin keine Antwort. Aber die falschen Studien, ihre vermeintlich wissenschaftlichen Heilsversprechen sind in der Welt. Das angebliche Wissen über Gizimaf verbreitet sich zum Beispiel über das Buch weiter, das Miriam Pielhau über ihre Krankheit schrieb. Ich denke, es wäre in Miris Sinne, wenn sie das damals dann erfahren hätte, es eben jetzt genauso zu verkünden. Und das, finde ich, ist natürlich auch wichtig, dass man da jetzt aufklärt. Zweifelhafte Studien. Ein Millionengeschäft für die Macher, eine Gefahr für die Gesellschaft. Wer kann das stoppen?
Man werde diese Fehlentwicklungen untersuchen, heißt es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Aber am Ende liege die Verantwortung bei den Wissenschaftlern. Ich bin ehrlicherweise total gespannt, was passiert. Ich hätte zwei Tipps. Der eine Tipp ist, es gibt einen großen Knall. Der zweite Tipp ist, die wissenschaftliche Community wird alles tun, um das ganz schnell verschwinden zu lassen. Ich fürchte, wir machen Nummer zwei. Dann zu sehen, dass sozusagen unsere Existenzgrundlage maximal de- und zerstört wird, dann stelle ich mir lieber nicht vor, wie es in 15 Jahren aussieht. Schwer vorstellbar, in einer Welt zu leben, in der man nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem, was bewiesen ist und dem, was gefaked ist. Wem soll man dann noch glauben und was, wenn man keinem mehr glauben kann? Time continuum. Thank you so much. Thanks for sticking around. For sticking around and for watching, even it was all in German and only subtitled. We shared the link on Twitter. Ja, als ob jemand eine Wahl hatte. Ich würde gerne mal wissen, wie viele da gegangen sind aus dem Vortrag. Also subtitled. Spread the word. I think if nobody goes there, if nobody publishes there, this is a pretty easy way to end their business model. Thank you. Yeah, we'll happy to take a few questions while we clear up and before we get thrown out. There was a couple of points. We haven't figured out where all of the money went. For the conferences, what else does that fund? So there's some interesting angles to explore, and we'll be digging a little bit deeper. And if anybody asked themselves what actually happened to our terrible cancer paper with the bees, you know, because we thought, oh, we don't want this to be out in the public anymore, right? We just try to prove a point here. So what we did, we wrote an email to Omics saying, oh, you know what, we made some terrible mistakes, and by terrible mistakes we mean everything. The mythology is crappy. We send them like a whole list of stuff that is completely wrong and ask them to take the paper offline. So guess what happened? Nothing. They wanted to charge us. They said, what? Oh yeah, sure, you can take it offline, but we need a retraction fee, whatever that is, for 2,000 euros. So we didn't pay, but the moment we kind of said that we were journalists investigating their predatory publishing model, the same day, the thing was gone. So it's no longer there, luckily, but we had to really, you know, put them under pressure with journalistic research, because if we were just normal people, then we would have to pay 2,000 euros to get the stuff removed. So they earn money both ends. So. Yeah. Looks like there's a question over there. Might not be able to hear you. May need to come a little bit further forward, but you can shout. Give it a go. No. I wish we did, but there was a lady that tweeted the Wasset Watch website yesterday and said, oh, you should have seen the scenes in Vancouver when people found out this was like a bullshit factory. So it might be interesting to follow up with her and see what was going on. But there was also a US.gov paper, I think, that was submitted to that conference. Not the cybersecurity conference, but one of the conferences out of the 150-odd conferences held in that small room. There's another question there? Yeah, that's vague, but yeah. So the question is if papers have been published there, maybe some PhDs might be provoked. What do we think about that? Not provoked. What's the word for it? Revoked. Yeah. It's been a long day. We actually can't tell. Maybe. I mean, all what we could do is spread the word and make this whole thing public. And we confronted many, many universities with our findings. And now it's up to them what they do. Probably they will have to look into the specific papers, whether or not they are worth of the scientific label and or not. So I think it's up to the universities. Yeah. Please.
there no international or national level clearinghouse or agency that who's supposed to be doing this job that you guys have been doing? Who's supposed to be doing the job that us guys have been doing and I guess holding these folks to account, right? Well, to our knowledge, there is no like national or international entity that controls the publication process of scientists. So I think there needs to be more like this. You know, it's hard to make this. There is a freedom of publication for scientists, and I think this is a very important good that you can publish your study wherever you want. For us, the problem is only if you publish your study and you write peer-reviewed and scientifically on it, then it, you know, what's on it should be in it. And this is with this predatory publisher, which is not. So the universities, I think there is some kind of blacklisting, whitelisting going on right now, and we definitely wanted to contribute to this. And I think this could be a way, blacklisting, whitelisting, then because of our research, many universities and institutions in Germany, they do like FAQs and do's and don'ts. So the community right now tries to help itself, and I think this is a good solution, but we will look in 1 year or 1.5 year, we will look again if the scientific community is able to cure this. And I mean, I'm not pessimistic, probably. Because I think we have to understand one of the reasons why this business model is successful is because it's also a business with shame. You know, you go there as a young researcher maybe, or even as an established researcher, you get your paper there, you pay the publication fee, you go to this conference and you find out, oh damn, this is some sort of a scam. I fell for some weird deceptive business practice, but nobody knows. So you go home, they ask you, oh, how was the conference? Do you really say, I was scammed, sorry, this was a big mistake, I actually, you know, throw away government money or funding money? Many people don't have the guts to do this. And they just say, ah, well, it was okay-ish, and try to answer it short sentences and then hope that people talk about something else. And so this is definitely a goal from our research, that the public knows about this and that there's awareness about this. And I think after the publication, it's hard to say we didn't know. And also to encourage people to come forward. We even, when you Google best presentation award, was it? So many universities give out press releases, you know, having this, like, people are holding this, I got a best presentation award from BuzzFeed, because they probably were too ashamed to tell at home. Yeah, please. Was if there are criteria so that I can see if it's a predatory journal or not. So one answer is impact factors. So of course you can look at the impact factors. If they are very low or if they are not existent, this might be a hint. But there are also new publications or new journals out there, for example, so that there are courageous people founding a journal and making a good peer review, but they don't have an impact factor. So this is not the only criterion. And I must admit, it's very hard to definitely say this is a fake journal or something like this. What we did for our research was we had more criteria, so submitting a fake paper was only one. But look at the website, is there an office or a bureau
Is there an address, an official address? And is it legit, or is it, for example, some of them have addresses in London, but if you Google the address, it's just a somebody who sells addresses, like virtual office addresses like this. There are some lists out there. There's a guy that he's called Jeffrey Beal. He did a lot of research in this, and he published something that is called Beal's List, where he did his own research and published and made it public, which papers and journals and conference organizers he deems predatory. So again, there's some problem with just, you know, a single person doing this and having a list as a definitive list, but this is definitely a good hint. He did some amazing job there. There's another company that's called Cabals. They offer some black and white lists as well. They're subscription based, so for them it's a business model too. For medical paper, there's PubMed. Yeah. And there's also whitelisting in India. So what we did for the research was looking at different whitelists, blacklists from the country. It's a hard job to find that out. It's a hard job for scientists, for journalists. But I think with these companies we researched, I think you can be pretty sure for these companies. Yeah. If it's Omics or WasIt or Science Domain, SciPub, yes. You're pretty... For Omics, there you have the FTC investigating this. For WasIt, the CUNY case, there's also investigation going on in New York. So this is also a hint for a predatory publisher, please. That's true, yeah. It could run all day, every day, if you like. There was a question over there. First, that guy had his hand up a while ago. Ah, jetzt hast du mein Wasser hin. Sure. In London, for example, at the conference, there was a guy, he was really funny. He was from India, and he was pretty frank and honest. And he was a professor, so I think he did not have anything to lose. And we asked him, and he said, of course, I know this is a fake conference, but anybody from India has to see London one time. So, of course, yeah, there are people using the system, of course there are, but... And if you have like 29 publications there, you should probably be a little bit suspicious about the practice. But the thing is, I mean, when we submitted our fake cancer paper there, we got some comments. They were super superficial, you know. I mean, this paper was full of mistakes. We just presented a few of them here, but it was really, we wrote it with the purpose of being discovered in a way, and we did not. So the comments we got back were so superficial that we thought this is absolutely no proper peer review. But if you are like a scientist who considers the research great, you know, you think you did an amazing job, and the only review you get after 2 days, which should raise some eyebrows, I agree, but then those only comments are, this is an amazing paper, you should just maybe change one sub-headline somewhere, you think, oh, I did a good job. So many people don't have maybe the self-criticism to see that this is not a proper peer review. Please? Yes, very, very good question. After how big is WasIt and how many people are working there. So we went to 3 WasIt conferences, and we had this international partner, so I don't know on how many WasIt conferences we went total, but probably 6 or 8 with, you know, in South Korea and in several other places. And we think, yes, it's a family business, and Bora is doing Europe. We spotted him in Europe, in Copenhagen, in Berlin, in London. Then we're thinking his father, Cemal, he's doing Asia and also Turkey. And then they have some kind of franchise in the US, so this was not a family member we met in New York. And we're thinking the daughter maybe is doing the books or something, so she's doing the work behind. So it's a very, very small company. And I think they can be a small company because they have not so much work to do. So all that Bora was doing at the conference we went to was really literally just sitting outside the conference room collecting money and giving out name tags. And left his laptop unlocked.
all the time, by the way. And you know, you just upload your presentation on a USB stick, so you just... Maybe I shouldn't have said that. Oh no, it's no problem. These guys, they had a funny story when they, you know, they worked with these 23 different media partners, and I think there was one conference where there were a whole bunch of people presenting their bullshit papers at the same conference, but none of them knew that the other. So it was like a full conference of bullshit papers by these people. They're like, are you a journalist? Are you a journalist? Yeah. It was hard to tell. We talked to who, sorry? The tax authorities. Have we talked to the tax authorities? I don't know what the US tax authorities are, but I did notify the FTC and the FBI and figured at some point maybe they'd get around to something like that. And I did that in a few countries as well, not just the US, but like Canada, where they were having conferences last year and so on. So folks are aware about it. Yeah, there's a question there. I'm sorry, I didn't. Oh boy, was haben wir denn hier? Korrekt. Naja, nicht wirklich. So, was the question, correct me if I'm wrong, but, you know, have we looked into how to deal with the sort of the avalanche of spam that academics are getting from these various publishers, and how many people are responding, and what sort of people are responding? It's hard to tell. I mean, we kind of think that most people who end up publishing there have, at some degree, responded to those spam emails that most academics know, and we received in bulk after we made those fake institutions and all these kinds of things. So. We were also wondering who would reply to that, but actually those spam emails, they really vary in sophistication. Some of them are just, hi, you researcher, you want published, this great. Oh, so, okay. But some of them were really like giving the correct titles, citing some work that we have done, saying, oh, we read that you did some work game. On cancer, you want to do this and this and this. So some of them don't really look like your just really normal spam. And again, if you don't suspect people to be that evil, if you don't suspect predatory publishers to exist, you could think this is a legitimate request for publication. You think, oh, they discovered my greatness. Finally, somebody found out what great research I'm doing, and they invite me to publish. Oh, yeah, great, I want to do this. So yeah. Some people definitely fall for this reason. I mean, I didn't get an email invite. I Googled it. You know, it's like political psychology. I wasn't aware of this. It's like, I'll look for a conference. That looks kind of legit. It looked exactly like an IEEE conference, so I wasn't on the wiser. So, yeah, I guess people are searching and maybe finding the conferences that way, too. I mean, we did eventually get all of the stuff removed once we started talking about it with journalists. Things went pretty quickly. And then, like, a couple of weeks ago, we uploaded the full paper to a prepub server, osf.io. And we'll be, you know, submitting the paper for the whole peer review process. Please. Who was the lady you mentioned? Rachel Maddow. MSNBC. No, I don't know, have we? Yes, we teamed up with the New Yorker because the writer there, he already did a story about this this fake predatory. Also, yes. Yeah, okay, yeah. Yeah. Yeah, we will probably come up
Yeah, sure. Write it down, because we, you know, Germany far away from the U.S. and we work together. So Mother Jones picked up the research that we did, and there is an institution, an amazing one that you all should support. It's the International ICIJ, International Consortium for Investigative Journalism. They supplied us with some help, connecting with other journalists, and they gave us some technical infrastructure where we could share findings on an encrypted basis so that not everyone could read that, the work that we were doing. So, and this is an American institution too, so they work together with American... But especially for the US, there is lots of research what can be done, especially if you want to follow cases like the Mallinckrodt case, or if you want to follow all the CO2 collision case, because we did not research these cases until the end, or the governmental cases. And we wanted to leave, you know, something special for DEF CON, so we didn't want to have too much information in the US before DEF CON. Mm-hmm. And so we were constantly worried that this might just kick off, and you know, some things don't, and so yeah, now we're happy to be abroad. Yes, please. Also, I spoke with our legal person from the station before DEF CON, because this definitely is a GitHub project. It's private, but he did not want to cover for this. So I would have loved to make this private project public here. This would have been great. So, but you know, as these companies, especially Omics, they're really willing to fight. So I could not release it, but I mean, if there's a researcher who really is interested in doing this, then just, you know, give me a shout out, so maybe we can do something. Yeah, it's pretty straightforward, so if somebody happened to do that and put it out there... Please. Oh, that's awesome. That would be a good idea. That's the follow-up. Thanks for that. No. Yeah, all right. Yeah. We should come up with a name. That's the next challenge, though. But the International Journal of Bullshit, that would be my suggestion. IJB. Correct, yeah. Okay, Leute. Thanks so much for this. This has been a pleasure. Ja, das war DEF CON 26. Svea Sagitil inside the Science Fake Factory. Inside the Fake Science Factory. Ob ich den Titel jemals nochmal richtig aussprechen werde, wahrscheinlich nicht, weil ich ihn wahrscheinlich nicht mehr aussprechen werde. Genau. Wir haben bei einer Stunde und sechs Minuten oder so angefangen. Die letzte Hälfte gibt es im letzten Video und das war Silly Gurke hier auf Lasergurkenland, dem gratis erreichbaren Minecraft-Server mit der IP. Wieso ist sie nicht mehr im Chat? Ach so, weil ich gekickt wurde. Silly, also mit der Domain sillyhuhn.com und ich wäre da fast reingefallen. Sillyhuhn.com und der IP 149.202.17.134. Alles natürlich in der Beschreibung. Der Talk, die Domain und die IP. Wir sehen uns in der nächsten Dauerwerbesendung wieder. Ciao.